Ja, und herzlich willkommen zurück zu Vize Beast Infinity. So, wir sind hier gerade dabei, noch ein paar Bienen zu analysieren. So, ich habe gerade noch ein paar Rockies durchgejagt und ein paar usefule Sachen bekommen. Für unsere Production Bees. Oh, last but shortest. Das ist gut für eine Production Bee, also für eine Züchtungsbiene. So. Cultivated, ich glaube, die haben wir schon. Mal schauen. Cultivated Species haben wir schon, ja. So, Flowers brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, na komm. Mach schneller. Ich mag Bienen nicht. So, egal. So, Effect None haben wir das schon. Ja, genau. Jetzt die letzte Biene noch. Und Flyer Falls, okay, ist nichts Gutes. Ich würde mir jetzt trotzdem gerne irgendwie einen Ofen bauen. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Fluxiduxi. Fluxducts. Genau, die da. Dann hätte ich noch gern Redstone Furnace. So, wieder schön das Maschinen-Dings da fehlen. Resonant, weil wir es können. So. Perfekt. Ist gleich sofort da gewesen durch unseren kleinen Vorrat. Haben wir noch Augments? Secondary Receive brauche ich jetzt nicht unbedingt. Augment. Brauche noch ein Servo. Ein Item Duct. Ein Chest haben wir drüben, okay. So, dann brauchen wir noch ein bisschen die Overclocker-Dings da. Oh, falsch. 2, 3. Mal das da. Dö. Ich hoffe, wir haben noch Coal. Dings da. Powder. Perfekt. Blazing Parophium. Da. Enderperlen. Gut, dass sie so günstig sind. So. Wow, 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 wow. So. Perfekt. Bauen wir daneben noch unseren kleinen Öfen auf. Unseren Öfen. So, unseren Ofen. Wir wollen oben Input, rechts Output. Dann haben wir zwei Kisten. So, dann brauche ich noch das da. Always active. Und die Augments da reingeknallt. Perfekt. Redstone ignored. Dann kann ich da oben schon die ganzen Gene Samples reinschmeißen. Perfekt. Funktioniert da wie geplant. So, und wir könnten uns jetzt hier ein paar von diesen Genetic Templates hernehmen. Effect None. Das lasse ich derweil noch. Species Cultivated könnten wir brauchen. Speed Fast ist nicht das Beste. Ist auch nicht. Most Denied ist gut. Flyer. Cave Dwelling. Die Biene funktioniert immer. Lifespan Short ist eine Zuchtbiene. Flower Rocks lassen wir auch noch. Das ist, die machen uns eine mit Cultivated. Ein Genetic Template. Da machen wir noch eine für die Zuchtbienen. Shortest. Und dann brauchen wir noch eines für unsere. Für unser. Das ist dann quasi unser Gen, das wir jeder Biene eingeben. Das einfach immer funktioniert. Das geht da rein. So. Das heißt, wir wollen hier. Ist egal, nehmen wir eine Rocky. Weil wir von denen so viele haben. Packen die da rein und dann wollen wir die Rocky haben in eine Cultivated Bee. So, das Template brauche ich jetzt erstmal nicht, das auch nicht. Obwohl, ist eine Zuchtbiene. Egal. Das wird eine Cultivated. Ich weiß, man sollte die nur abändern, wenn die ganz fertig ist, aber wir sind ja gerade, ja egal. Jalla. So, und dann wollen wir noch Lifespan Shortest.
Dann kann der nämlich schnell durchlaufen, dann können wir die weiter züchten. Okay, okay. Perfekt. Dann können wir nämlich gleich, wenn ich mir sowas noch hole. Das kann dann mal raus. Oder falls es geht. So. Dann packen wir die mal hier so rein. Das Upgrade brauche ich gerade nicht. So. Es fehlt no drone. Oh, das ist eine Princess. Ah, ich bin dämlich. Hahaha. Aha. Diligent oder noble? Wir wollen diligent. Diligent, diligent. So, der impfen wir wieder. Lifespan shortest. So. Der diligenten Drohne oder Biene oder wie auch immer. So. Dann wollen wir noch eine Cultivated. Mal das da. Nochmal das Cultivated gehen. Tata, tata. Die können wir hier reinschmeißen, damit die schnell fertig wird. Blume sollte die haben. Für die Dinger brauchen wir unbedingt Speed Upgrades. Ah ja, perfekt. Die fliegen. Schaut gut aus. So. Komm. Genau, die ist cultivated. Kriegt ihr noch das da? Gespritzt. Dann brauchen wir nochmal eine. Come in, Rune. Oder so. Das wird was. Die arbeitet auch. Ist ja alles perfekt. Super, super. So, und dann wollen wir uns Richtung Imperial schon mal bewegen. Diligent. Nein. Jetzt ist zu diligent. Ich bin dämlich. Und Queen, vielleicht. Bin jetzt nicht so toll. Egal, weg damit. Diligente Queen. Nein, wir wollten natürlich was anderes haben. Ein paar Rockies dann. Shortest. Und dann kriegt ihr nochmal das da. Ah, bin ich dumm. Naja, so bin ich halt. Genau, wir wollen eine Imperial Biene. So, die kann das auch durch. Okay. Perfekt. Honeycombs sollten gleich verarbeitet werden. Rocky. Dann kriegt ihr eine Species. Ich mag den Mod, der ist toll. So, die sollte gleich durch sein mit ihren. Oh, Stringy Comb, genau. Na, boah, noch dreimal sneaken vielleicht. Muss den Elevator größer machen. So, dann kriegt er noch Stringy Comb. Perfekt, bisschen wieder von unserer Fruit of Grisaya abbeißen. So, die ist fast durch. Die da sollte durch sein, perfekt. Falsches Ding. Shortest. Dann haben wir hier nochmal das da und dieses Mal bitte einen Noble. Dankeschön. Bitte keinen Waste. Danke, danke. Dann nochmal da durch. Ah, toll. Oh, ich brauche nicht einen. Oh, irgendeinen Lüfter da. Ist so wahnsinnig heiß. Ist schlimm, schlimm. Dum, 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 dum. Oh, ich klicke down zu weit links. Komm. Ne Noble. So, wollen wir noch Lifespan Upgrades da. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt immer die Noble. Jetzt brauchen wir eine Majestic. Eine Majestic, eine Cultivated und eine Noble, okay. Jetzt brauchen wir noch eine Cultivated. Ist gut, ich habe nämlich eine. Nein. Wir brauchen noch eine kultivierte Biene. Dun, dun. Eigentlich ja zwei, aber egal. Was? Ah, okay. Shortest. Perfekt. Das ist die dann gleich die nächste. Dann können wir nämlich gleich die Imperial und die. Was war das noch? Das ist ein Noble und das andere ist ein Diligent, okay. Perfekt.
ist dann das da und ein Noble. Das andere ist das eine Diligent. Gerade egal. Eine Diligente. Es gibt ein sehr unusual. Ein Very, genau. Ein Very. Hier kriege ich dann wieder das Gen. Dann passt das. Cultivated und jetzt bringen wir Noble. Die arbeitet noch. So, die brauche ich dann eigentlich nicht mehr. Die sollen dann fertig laufen. Automation Upgrade raus. Dann passt das. Die kann wirken wie sie will, weil wir brauchen ein bisschen Honig. So, der Dripping Comb kann ich auch gleich unten reinpacken. Zur Verarbeitung. So, perfekt. Das können uns hier schon mal ein bisschen Honig wieder rausnehmen. Schon, schon. Na komm. Schneller, du Nobelding. Habe ich jetzt die andere da schon wo reingepackt? Der Unvary. Wo ist unsere Unvary? Ah. Ups. Bräuchte mir noch den Lifespan-Ding an. Aber ich gehe noch ein paar Lifespan-Upgrades bauen. Lifespan. Warten kurz, bis die fertig sind. Warum machen die auch viel Honig? What the f- Holy shit. Auf Paper. So. Ah, die Nobles sind fertig. Dann kann die da rein. Dann brauche ich einen Noble und was war das? Noble und Cultivated? Gibt eine Majestic, genau. Ein Majestic und Noble war dann das letzte. Das war Majestic und Noble, den gibt Imperial. Majestic, die kriegt auch wieder das Dings gespritzt. Die schnell arbeitet. So, wir gehen schnell ein paar Lifespan-Dinger bauen. Damit wir mehrere Hives verwenden können. Komm. Lex, was für Lahmarschige. So. So, wir wollen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Oh, hätte ich vielleicht fertig craften auch sollen. Upsi dupsi. Grupsi. So. Perfekt. 4 neue Lifespan Upgrades. 6400 DPI. Das war falsch. 4000 DPI. So. Sorry, ich bin gerade beim DPI-Knopf auf der Maus angekommen, wie ich mich die Nase gekratzt habe. Ja. Ich meine, jetzt gleich alles nebenan. Die Maus, die Nase, bläh. So. Wir wollen den da noch mitverwenden. Die Commons können weg. Die können weg. Die Diligent sind fertig. Diligent und Unvary. Nein, ja stimmt schon. Wir warten noch auf was? Ah genau, bis die da fertig sind mit... Yes. Majestic, die kommt dann da rein. Common kann weg. Common, Common. So, und das ist eine Majestic Queen. Die müssen wir abwarten, die produzieren Honig. Hier ist frei. Diligent, okay. Stringy Comb kann weg. Gut. Was hat Noble so für Spezialeigenschaften? Shot ist slow, okay, nichts Umwerfendes. Ah, gar nichts Umwerfendes. Gut. Unvary, mach schneller. Jetzt haben die schon shortest Lifespan und brauchen immer noch so Arschlange. Schon schlimm. Jetzt werde ich die Noble Drone verwenden. Und dann brauche ich noch diese Majestic. Packe ich die mal dahin. Und die Unvary und Diligent. Diligent. Was hat Diligent so als Spezialding? Slow, okay. Auch nichts Besonderes. Oh Gott. Wir gehen da leider nicht rein. Schade. Dann haben wir nämlich gleich die Top-Tier-Bienen von normalen Forestry und dann geht's weiter in die Spezialbienen. Zu denen ich eigentlich kommen will.
Komm, ein Sprung noch. Du schaffst das, Biene. Komm. Ich glaube an dich. Ha. So, Unwary war mit Dings da. Okay. Industrials. Yes. 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 Industrious B. Die soll natürlich auch Shortest Lifespan kriegen, wenn sie die fertig ist. Denn das wird unsere Drohnenbiene, unsere richtige Industrious Produktionsbiene. Impfen wir natürlich ganz viel, viel bessere Stoffe. So, das wird unsere Drohnenproduziermaschine, die wir dann hier reinstopfen und Gene kriegen und bla bla bla. So, jetzt hätte ich noch gern die andere Sorte, die Imperials. Sweetcomb. Aber die brauchen wir noch ewig und 3 Tage. Bis dann mal durch sich was tut. So, Propolis. Kann man sich nochmal reinpacken. In die Zentrifuge. Genau, gibt's die Cure Resin. Die Biene ist da dezent falsch. So. So, so. Die braucht noch. Oh, schön. Die kann dauern. Okay, okay, okay. Perfekt. Ich hoffe nur, den Sessel nicht knacksen im Hintergrund. Knatschen sowieso. Na komm, mach. Komm, 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 komm. Jetzt habe ich eh schon 4 Lifespan-Upgrades drin. Minus 33%, okay. Wie viel Jugend wird eigentlich gerade? Wie viel F pro Tick? Oh, fertig. What the f... Ah! Stimmt, Majestic ist ja was ganz Tolles. Wo ist meine Noble Princess? Die sind der Purebred, die ist Majestic, Majestic. Das ist gut. Majestic, Majestic. Das klingt wie so ein Doktortitel. Nicht so Doktor, Doktor, sondern Majestic, Majestic. Was sind die anderen? Da sind die... Okay. Perfekt, Imperial. Die kann dann irgendwo rein, egal. Oh, die bekommen noch Automation Upgrades. Ganz vergessen, der kriegt eins und der kriegt eins. Die Majestic darf so weitermachen. Ist auch ein Automation Upgrade. Dann haben wir vorerst die Bienen schon mal abgeschlossen. Für die Folge. So, in dem Sinne würde ich dann auch schon sagen, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Video, ciao.